So, wie schaut es denn aus mit dem Training für Senioren, Karl? Was willst du da empfehlen? Naja, den Senioren ist es das Gleiche wie für den Jungen. Das heißt, ein Senior muss natürlich auch ganz vorsichtig anfangen, mit ganz leichten Gewichten zu arbeiten. Und ich sehe das speziell bei den älteren Menschen, wie wichtig Krafttraining für ältere Menschen ist. Weil am schnellsten, was man verliert, ist Muskelmasse in den Beinen und vor allem Muskelschwäche. Für die Wirbelsäule ist ganz wichtig, dass der Stützapparat, dass der gut durchtrainiert ist, damit die Stützfunktion aufrechterhalten bleibt. Wenn ich jetzt aber als älterer Mensch nur mehr sitze und liege und so weiter, dann werde ich immer mehr Muskel verlieren und das wird dann ganz, ganz schlimm enden. Das heißt, ich kann in jedem Alter, wenn ich auch noch so alt bin, mit einem Krafttraining, mit einem Kräftigungstraining beginnen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Muskel trainiert, damit der Muskel die Funktion aufrechterhält. Das heißt, die Stützfunktion. Weil nichts anderes ist wichtig, wenn er älter ist, dass er dann, wenn er über 70 oder über 80 ist, dass er dann ohne Gehhilfe noch gehen kann. Das heißt, dann liegt es nur an der Muskulatur. Wenn die Muskeln schwächer werden, dann wird er nur mehr sitzen können, dann wird er nicht mehr sitzen, auch nicht, wird er nur mehr liegen oder geht nur mehr in den Rollstuhl. Also, man sieht bei älteren Leuten, die haben sich schon Versuche gemacht, von über 80, die haben 6 Monate lang Krafttraining gemacht, also Kräftigungstraining, und alle haben keinen Stock mehr gebraucht. Also das heißt, das sieht man schon, dass Krafttraining bis ins hohe Alter wichtig ist. Ja.